Leute und herzlich willkommen hier wieder zu unserer nächsten Lektion. Heute Datenschutz. Ihr wisst ja, die Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung hat ja 9 Themen, unter anderem hier Datenschutz. Datenschutz nimmt in der schriftlichen Prüfung nur einen kleinen Teil ein, aber es ist sehr umfangreich geworden durch die Datenschutzgrundverordnung. Ja, und hier ein paar wichtige Fragen aus dem Bereich Datenschutz. Die erste Frage ist, wer ist für die Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen verantwortlich? Ja, da kann man natürlich auch sehr einfach antworten. Natürlich ist das der Unternehmer. Allerdings muss man sich natürlich die Unternehmensform angucken. Wer ist es denn genau? Und ich nehme mal eine GmbH, wäre es dann zum Beispiel der Geschäftsführer. Aber wenn wir allgemein antworten würden, würden wir sagen, dass der Unternehmer hier für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich ist. Er kann sich natürlich, wenn er selber dahingehend nicht ausgebildet ist, weil das nicht sein Fachbereich ist, und das ist in einem Unternehmen ja häufig so, dass der Unternehmer natürlich von seinem Geschäft etwas versteht, aber zum Beispiel vom Brandschutz nicht und ebenfalls vom Datenschutz nicht, und dann kann er sich eben externe Hilfe holen bzw. Mitarbeiter schulen. Jo, die erste Frage, wer ist also in einem Unternehmen für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich? Das ist immer der Unternehmer. Was muss er dabei beachten? Gibt es besondere datenschutzrechtliche Grundsätze zu beachten? Ja, in der DSGVO ist das also genau aufgeführt. Diese sind zum Beispiel Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenschutzminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung und Integrität zum Beispiel der Daten. Das heißt also hier eine ganze Menge, die man dann beachten muss. Wie gesagt, es ist ein sehr umfangreiches Thema geworden. Wir hatten ja schon immer gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz ja hier in Deutschland einen Datenschutz. Aber durch die Datenschutzgrundverordnung, die vor wenigen Jahren kam, ist das natürlich jetzt noch umfangreicher geworden. Und die wichtige Frage ist natürlich dann auch, was muss ich weiter tun? Muss ich vielleicht einen Datenschutzbeauftragten benennen? Und wir schauen uns die nächsten Fragen hier an, die dahin gehen natürlich, muss ich einen Datenschutzbeauftragten in meinem Unternehmen benennen? Und da gibt es einige Dinge zu beachten, wann ich das muss. Ja, § 38 zum Beispiel des Bundesdatenschutzgesetzes sagt, dass wenn personenbezogene Daten von hier 20 Mitarbeitern mindestens ständig automatisiert verarbeitet werden, dass ich dann einen Datenschutzbeauftragten benennen muss. Ich darf auch nicht vergessen, den zu veröffentlichen und den auch noch der Behörde zu melden. Das geht jetzt aber ein bisschen weiter, als die Frage es hier wissen will. Datenschutzbeauftragter, ja, bei Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ständig hier automatisiert verarbeiten. Das passiert ganz schnell, denn heute werden ja die meisten Daten, Kundendaten auch digital übermittelt, auch an die Mitarbeiter, wo die zum Beispiel hinfahren sollen und so weiter. Und schon habe ich hier eine personenbezogene Daten, die verarbeitet werden, eben automatisiert. So, weiter geht es natürlich, wenn ich also eine Folgenabschätzung zum Beispiel machen muss, muss ich also auch ungeachtet der Anzahl der Mitarbeiter, die mit diesen Daten umgehen, auch einen Datenschutzbeauftragten benennen. Also das Gesetz ist dann noch ein bisschen genauer, aber so als Prüfungsfrage kann man natürlich auch nicht alles im Kopf behalten. Und wenn man dann in der Prüfung noch weiß, okay, da war doch irgendwas mit 20 Mitarbeitern, nicht, und dass noch eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht werden muss, wäre das schon super. Ja, das heißt, hier gibt es natürlich noch weitere Sachen, wenn die Daten hier für einen anderen geschäftsmäßig zur Übermittlung verarbeitet werden oder hier Zweck Marktforschung, Meinungsforschung ist, ist hier auch ungeachtet der Anzahl der Mitarbeiter ein Datenschutzbeauftragter zu benennen. Weiter geht's mit der nächsten Prüfungsfrage, die ich heute mitgebracht habe. Wer kann denn überhaupt zum Datenschutzbeauftragten benannt werden? Und einfach ist es natürlich, wenn ich selber im Unternehmen
Mitarbeiter habe, die ich dann benennen kann bzw. muss. Das ist also ein Teil der Antwort. Es können natürlich auch externe Dienstleister hier beauftragt werden. Wenn ich also hier keinen aus meinem Mitarbeiterpool ausbilden kann, und dafür, um ihn dafür zu benennen. Und wichtig ist natürlich, dass der Chef, ich sage mal Chef, des Unternehmens nicht Datenschutzbeauftragter werden kann. Ja, das war wieder eine kleine Übersicht aus dem Prüfungsfach Datenschutz aus dem Bereich Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung. Also alle Sicherheitsmitarbeiter, die hier tätig werden wollen, brauchen diese Sachkundeprüfung, es sei denn, sie wollen mit einer Unterrichtung starten, die natürlich aber nicht alle Bereiche der Sicherheit dann ermöglicht. Ja, das war wieder ein kleiner Überblick aus dem Bereich Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Prüfungsvorbereitung hier für euch online gestellt. Natürlich gehen wir hier nochmal genau auf die Fragen im Unterricht ein und üben hier ausführlich mit diesen dann für die Prüfung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.